Ja. Ja, auf jeden Fall, da gibt es echt wenig dran auszusetzen. Ja. Und wir fangen an auf Final Destination. Aber vielleicht auch vielleicht nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch erst einfach mal als weil mögliche Option da aus. Der Paul sieht gerade noch recht sehr überlegend aus. Ja, das sollte auch jetzt nicht unüberlegt. Ich glaube, da ist noch keine Wahl getroffen worden. Was band man denn gegen den. Was nimmt man gegen den Wario denn? Das weiß ja auch keine. Das ist echt eine gute Frage. Ja. Man braucht es auch meistens auch nicht wissen, weil den spielt ja keiner. Findest du mal lieber so eine Stage, wo du auch selber ganz gut unterwegs bist. Das kannst du wenig verkehrt machen eigentlich. Ja, genau. So. Ja. Los geht's. Dann. So ein bisschen schön mit PK Fire wallen. Das klappt gut gegen Wario. Ja, aber Wario kommt da, denke ich, auch ganz gut rein, weil er eben eine echt gute Air-Mobility hat. Mhm. Aber der Lucas, der kann halt schon echt gut spacen, so mit seinem ganzen Zeug. Auch mit sehr. Auch mit der sehr, das ist echt eine lange Schlange. Mhm. Boah. Und die Down-Throw-Kombos. Die machen auch gut Schaden. Der Wario hat auch welche. Nein, eigentlich nicht. Boah. Oh. Netter Versuch aber. Ja. Ich mag die Kombo, ich finde die cool. Ich auch, ich finde es sehr lustig, dass es überhaupt zwei Hitboxen hat, die nerven. Auch so richtig komisch, das hat eigentlich sonst kein anderer Move. Du erst so richtig früh und dann so richtig spät. Mhm. Ein langes Smash gegen jemanden so wenig Range wie Wario. Boah, und gespiesen. Ach, Wave Bounce ein bisschen. Sehr schön. Oh, explodiert. Macht das eigentlich mehr Schaden, wenn das Motorrad explodiert und der Wario da drauf ist? Das ist eine gute Frage. Es macht auf jeden Fall aber gut Schaden, wenn das Motorrad explodiert. Auf jeden Fall guten Schaden, ja. Ja, und da... Oh, Perfect Pivot Taunt, auch mit der Schlange nochmal gesprochen. Nicht schlecht. Frag mich, was die da zu bereden hatten. Wahrscheinlich irgendwas Privates, geht uns wahrscheinlich auch gar nichts an. Hm. Jetzt aber mit einem relativ vernünftigen Lead. Wario hat auch irgendwo leider ein bisschen Probleme zu killen manchmal. Ja, und Edgeguarden kann er auch nicht so wirklich richtig gut, oder? Also, nee, mit der Backer am besten eigentlich und der Downer, denke ich. Oh, das hätte auch böse ausgehen können, ja, aber das Bike war weg und ja. Ja, da ging es doch relativ eindeutig aus. Na, solides erstes Spiel von Paul. Vielleicht wechselt er den Charakter, der Wario, aber vielleicht spielt er auch nur ein Wario. Ich kann da jetzt wirklich keine sichere Aussage treffen. Das kann, ja. Oh, ein Ganondorf. Das hätte ich nicht erwartet, aber ich freue mich trotzdem sehr. Schickt auf jeden Fall. Ja, kann man sagen. Ja, ja. Und die Stage? Battlefield vielleicht? Nett. Battlefield hätte ich auch gar nichts dran auszusetzen. Mhm. Macht Spaß immer. Auf jeden Fall. Auch gut, dass es jetzt im neuen Teil dann die Möglichkeit gibt, auf quasi jeder Stage in Battlefield-Form zu spielen. Das finde ich sehr toll, ja. Ja. Kann ich auch Street Fighter Stage spielen mit Battlefield-Layout. Das ist halt ziemlich cool. Das ist echt saucool. So, der Gandalf muss auf jeden Fall sau vorsichtig sein, weil der kommt halt überhaupt nicht rein, wenn Lucas erstmal anfängt, dann den Special-Knopf zu drücken. Und Z. Und gekommen wird da halt auch absolut brutal. Ja. Das ist echt, glaube ich, ein richtig beschissenes Matchup für den Ganondorf. Das ist aber leider häufig das Problem beim Ganondorf. Das ist sehr oft das Problem. Der ist halt einfach sehr unmobil. Ja. Ändert sich ja in Smash Ultimate zum Glück. Ja. Ganz gut so. Insgesamt also, wieder dynamischer der Charakter da. Ja. Auch mit Schwert dann. Mhm. Und Re-Grab. Oh, ja, das wäre ganz schön cool gewesen. Ja. Ich finde die Downer eh ziemlich cool eigentlich von Lucas. Sie ist halt echt komisch und schwer zu treffen, finde ich. Das also stimmt. Die ganzen Spots und dann halt noch mit der Spike Hitbox. Das stimmt. Aber die meisten Lucas-Spieler machen das immer echt ganz gut. Das stimmt. Muss man den lassen. Oh, PK Fire, das war bestimmt keine Absicht. Ich denke auch, soll der PK Fire rauskommen. Oh, ist auch ein ekelhafter Engel, den du dann fliegst, wenn du dir Down B abbekommst. Oh ja. Gerade so ein Gandalf hat er wenig zu lachen danach. Gandalf ist tatsächlich in sehr vielen wichtigen Aspekten echt schlecht in dem Spiel. Das ist das große Problem. Deswegen ist er auch nicht gut. Aber der ist halt stark. Ja. Der ist halt echt stark und. Wirklich verdammt stark, einer der stärksten. Ja, halt wirklich. Und das ist dann einfach schon mal absolut keine schlechte Grundvoraussetzung. War sogar der absolute Kill schon. Kam jetzt aber fast schon ein wenig früh vor als Ganondorf und das auf Battlefield. Ja, oh ja, da kam sehr auch direkt schön. Der Absmash hinterher.
jetzt hier beide Last Stock. Da bin ich mal sehr gespannt, ob der Tonga das jetzt nochmal rumreißen kann. Also der Read war ungefähr da, aber leider hat es nicht ganz gereicht für das Hype gerade. Ja. Ja, dann muss er erstmal wieder rauskommen. Mhm. Das Problem ist halt, der Ganondorf, der muss aus einer Disadvantage-Situation erstmal wieder in eine Neutral-Position kommen. Mhm. Aber dann merkt er, ich bin ja der Ganondorf, ich hab da auch nicht so gute Karten jetzt. Und da wurde er jetzt einfach aus seinem eigenen Side-B herausgegriffen. Oh, ja. Es ist halt ein hartes Schicksal als Ganondorf, wenn man nicht sehr drin ist. Schwierig, ja. Ja, das könnte es halt, glaube ich, fast gewesen sein. Ja, gut, den Double Jump gesaved, sehr geduldig. Ja, das ist halt echt ein sehr gutes Tool, einfach den Ganondorf. Ja, und so schnell geht es dann auch. Damit hat Poe dann ganz gut gewonnen, 2-0. Ja. Aber trotzdem auch eine gute Performance von Tonga, fand ich. Auf jeden Fall. Gerade der Wario hat mir auch wirklich gut gefallen. Ja, wirklich. Aber auch insgesamt finde ich es halt sehr respektabel, im Turnier mit dem Ganondorf zu spielen. Ja, wenn da jemand was gegen sagt, dann ich weiß ja auch nicht. Gibt es nichts dran auszusetzen. Überhaupt nicht. Gar nicht. Hm. Tja, ich bin mal gespannt, wer als nächstes jetzt gleich die Bühne betritt.